Guten Morgen aus Köln, Leute. Das Wetter ist gerade sehr passend, denn zum einen scheint zwar die Sonne, aber auf der anderen Seite ist da hinten auch einfach komplett dunkel. Die Regenwolken sind hier im Anmarsch auf die Stadt. Aber warum geht's? Zum einen, wir suchen Verstärkung. Ihr könnt Teil von Team Spielkind werden, wenn ihr filmen könnt, wenn ihr schneiden könnt, wenn ihr Bock habt, Teil von Team Spielkind zu sein. Aber auf der anderen Seite ist auch ein bisschen traurig, denn wir verabschieden Marvin. Marvin wird nur noch bis Ende des Monats bei uns sein und dann was Neues machen. Ich habe gerade schon ein bisschen gebastelt hier, Geschenke für ihn noch zum Abschied bekommen soll. Darf er dann gleich auspacken und danach verrate ich euch dann natürlich auch, wie ihr euch überhaupt bewerben könnt. Aber erstmal fahren wir in die Bags. Ding seit fast 10 Jahren und auch immerhin seit bald fast 4 Jahren oder ja, seit 4 Jahren habe ich Mitarbeiter, also auch Leute, die mich kameratechnisch, schnitttechnisch unterstützen. Und deswegen weiß ich natürlich auch, so im beruflichen Umfeld ist es selten, dass wenn man zusammenarbeitet, dass das für die Ewigkeit ist. Ne? Es ist also das Normalste auf der Welt, dass sich berufliche Wege irgendwann trennen, aber trotzdem finde ich es halt schade, gerade bei uns, weil wir halt nicht nur irgendwie zusammenarbeiten, sondern halt so ein richtiges Team sind und zusammen verreisen und zusammen Sachen durchleben, zusammen auch mal eine Nacht durchmachen, wenn es sein muss, aber dann eben auch zusammen große Erfolge feiern können. Und wenn es nun mal ist, ein geiles Video rauszuhauen, was dann viele von euch erreicht, was die Leute in den Kommentaren feiern. Und ganz ehrlich, da wächst man einfach als Team zusammen. Auch wenn wir dann im Ferienhaus zusammen übernachten, so an den Rennwochenenden. Sind einfach geile Erinnerungen. Aber auch mit meinen ehemaligen Kameramännern, zum Beispiel mit Paul, war ich ja zum Beispiel in Afrika, haben wir in einem kleinen afrikanischen Dorf übernachtet, da mit den Leuten Fußball abends gespielt, am nächsten Tag zur Ernte raus. In Kolumbien, als wir da in Wasserfällen im Dschungel waren. Geile Erinnerungen, die wir da zusammen gemacht haben. Im Nachtzug durch Indien durchgefahren, so aus der Tür rausgehangen während der Fahrt. Es ist einfach, sowas bleibt im Kopf. Oder auch, was ich mit Philipp alles gemacht habe. Unsere vielen, vielen langen Autofahrten Richtung Kroatien und so weiter, da in der Rennsaison. Mit der Red haben wir gefilmt. Also berufliche Wege trennen sich halt irgendwann, aber was bleibt, das sind die guten Erinnerungen. Und gerade wir haben ja richtig viel davon, auch in Videoform. Und heute ist das Ganze mit Marvin soweit. Moin, moin! Alter, brennt's hier oder was? Ja. Volles Haus hier. Guck mal, ihr beide hier. Marc ist auch noch hier am Start. Was machst du? Fotos. Das sehe ich hier. Auch hier ein bisschen was. Ja, stimmt. Wir haben einiges zu verkaufen, Leute. Wir ziehen hier aus und einiges geht an die Nachmieter, aber nicht alles. Was? Weint da irgendwo jemand? Weint hier jemand? Also Autosofa, aber auch zum Beispiel verkaufen wir. Und hier Studio, ja stimmt, Studio. Mit all den Lampen hier, mit der Nebelmaschine, Hintergrund, Traversen, alles muss raus. Und sogar Marvin muss raus. Oha! Oha! Und unser Base-Schild wurde mir schon geschrieben, auf Instagram möchte jemand haben. Wir haben 2 Base-Schilder, ja? Ich würde mal sagen, wir verkaufen die einfach in eine Bundle, ja? Können wir zusammenholen. Und ja, hier hinten. Lager. Diese ganzen Lagersysteme, die waren halt sauteuer, ne? Die haben viele tausend Euro gekostet, diese ganzen Regale. Die Kisten, die dazugehören. Also das kann man eben auch kaufen, entweder alles zusammen oder einzeln. Und wir trennen uns nicht nur von Marvin. Boah, ist das böse. Aber wir trennen uns allgemein von Kamera-Equipment auch ganz viel. Zum Beispiel hier dieses Canon 70-200 Objektiv, weil wir machen das alles mit Sony, deswegen brauchen wir es nicht mehr. Ein altes Gimbal kommt weg, weil wir neueres benutzen. Hier hinter haben wir noch eine Panasonic GH4, wir haben Camcorder. Und eines der krassesten Sachen, die wir verkaufen, ist die Red, Leute. Wir werden jetzt die Red abgeben. Ich wollte immer noch wieder irgendwas damit drehen. Wir haben sie 4 letztes Jahr für die Show benutzt, aber es ist Zeit für einen Abschied. Auch die Red könnt ihr kaufen im Paket mit ganzen Accessories, aber auch einzelne Sachen. Dann ist das gute Stück vielleicht bald eures und ihr könnt es noch mehr benutzen als wir. Ziemlich viel Stuff, denn ich möchte eben auch aussortieren, was das Büro angeht, weil wir ziehen ja aus und ich will ja nicht alles einfach mitnehmen, sondern vielleicht braucht jemand von euch da und kann es das dann einfach gebraucht abkaufen. Das funktioniert so, geht auf den Link in der Beschreibung, da stehen alle Sachen drauf und dann ist da so ein Formular, wo ihr uns dann euer Gebot schreibt. Und wenn das Gebot in die richtige Richtung geht oder passend ist, schreiben wir euch zurück, dann könnt ihr es vielleicht bekommen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht heute, sondern um irgendwas hier. Wir switchen mal in die Kamera. Das habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Aber wir kennen uns ja auch. Wir haben uns ja nur in der ganzen Corona-Zeit jetzt gekannt. Marvin ist einfach unser Corona-Kamerakind. Richtig.
Kamerakind. Ich war immer beim Kika, wie heißt das? Entenclub, da war ich da immer Kamera- oder Kinderreporter. Ja, genau. Da sehe ich dich auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt ein paar Sachen, haben wir uns mal rausgesucht, die in unserer gemeinsamen Vergangenheit, was alles war. Und ich glaube, wir fangen direkt an mit der allerersten Szene. Oder das allererste Mal Marvin bei uns im Video. Hey, mein Name ist Marvin. Und ich bin Finanzberater. Ja, da warst du bei dem Spaß. Wie du aussiehst alleine. Alter, aber da habe ich 50 Kilo weniger gewogen. Ganz junger Spund. Ich habe mich richtig erschrocken, das war letztes Jahr. Sieht aus wie 10 Jahre her oder so. Ja, wir haben das toll, okay? Was hat er gesagt? Dass du eine super schöne Tulpe bist. Oh, das wäre richtig süß. Die Base war eben auch immer sehr, sehr cool, aber zu groß. Und damit ist es damit vorbei. Die Gründe für Spielkind habt ihr eben auch gehört, jetzt warum wir damit aufgehört haben. Marvin, den lassen wir vielleicht einfach da drin. Das ist wirklich Marvin, der steht immer einfach irgendwo rum und weiß nicht warum. Was geht eigentlich mit dir? Ich hab schon leichten Prostituierten. Kein Kommentar mehr. Ich will das auch gar nicht so hochreden, aber mit der Jacke, den Wein in der Hand und auf dem Hocker, hat schon leichte Pascha. Das ist schon. Ich kann nicht schlafen, kann ich bei euch pennen? Nein. Bitte. Geh. Gute Nacht. Tschö. Hab ich lieb. Geh jetzt. Schlaf gut. Oh, was hab ich gemacht? Digga, aber es war immer so. Das ist immer richtige so. Harmonie bei Teamspiel. Ja, Tim, immer Einzelzimmer, mich und ich teilen uns immer Bett. Dann kommt er rüber und will sich einfach in unser Bett legen. Nee, verstehe ich nicht. Felix steht schon beim Sven Stoppe. Schickt erstmal den Kamera-Mann weg. Genau. Musst du, Marvin, musst du da anhalten. Ich wurde weggeschickt, aber ich habe es trotzdem weitergemacht, weil, also, die erste Regel, die immer hier war, weiterfüllen. Danach kam Marvin zu allen und meinte, Jungs, ich bin im Fernsehen, ich war im Fernsehen. Ja, richtig, ich war im Fernsehen. Guck mal, hier, da, das bin ich. Oh! Das heißt, da waren wir hier im Studio mit Lisa und Lena, haben wir gedreht und die Managerin von Harry's gesagt, kommen wir jetzt alle zusammen Sushi essen. Und Marvin hat noch nie Sushi gegessen bis dahin. Dann waren wir in so einem fancy Sushi-Restaurant in Köln. Alter, man sieht, ich habe richtig, also ich habe es wirklich genossen. Es war das Leckerste. Erzähl doch mal für den Abend danach. Also, es war richtig lecker. Ich war dann zu Hause und war dann, es war 0 Uhr oder so und ich so, irgendwie will da irgendwas raus. Also, irgendwie akzeptiert mein Magen das nicht so. Ja, ich aufs Klo gerannt, um 0 Uhr, einmal alles raus, dann um 3 Uhr und um 7 Uhr. Ich am nächsten Morgen richtig tot, Obst kommt in mein Zimmer, also mein Mitbewohner, kommt rein und sagt so, Digga, hast du es die Nacht eigentlich auch gehört? Da ist ein Hund gestorben oder so. Und ich so, was? Ja, das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Ich werde auch nie, ich kann es auch nicht mehr riechen. Wir haben es alle, enjoyed. Wir haben es alle gegessen einfach. Und das war aus Nettigkeit. Ja, und du musstest ja auch Lisa und Lena ein bisschen beeindrucken. Ja? Richtig. Ein bisschen, da warst du ja davor auch schon da ein bisschen. Richtig, ne? Richtig, ja. Richtig. Aber ich glaube, die haben es nicht mitbekommen, was in der Nacht danach passiert ist. Ich hoffe. Das ist Marvin für mich. Ja. Marvin hat immer für gute Stimmung gesorgt. Ja. Mit Marvin war die überall einfach aus dem Nichts. Marvin, weil wir alle Echte. Jungs, Chef braucht noch ein bisschen. Jetzt haben wir gedacht, wir stellen mal ein Zelt auf, oder? Guck mal, Hintergrund, das Haus der Chef und im Vordergrund, wo die Mitarbeiter wollen. Richtig. Ich geh jetzt schlafen, tschüss. Jetzt schlafen. Direkt schlafen gegangen. Marvin kam gerade chillig aus der Dusche und meinte so, ja, ein bisschen Wasser auf dem Boden. Digga. Das ganze Fernsehen überflutet, Bruder. Bin ich halt noch nie schnell Autos gefahren. Noch nie? Ah, Marvin, dann ist wir zusammen im Ferrari. Yeah. Ich bin ready. Vollgas und los das. Jetzt in mein Gesicht. 10 Sekunden habe ich verloren, weil Marvin an der Schikane rausgeflogen ist, als ich ihn überrundet habe und er in mich reingefahren ist. Was ist deine Erklärung für dieses Mist? Ich habe keinen Führerschein, ich kann nicht. Ja, richtig. Das ist doch keine Entscheidung. Dazu muss man sagen, Marvin hat seinen Führerschein damals vor fast einem Jahr gefühlt nicht gehabt und wollte ihn aber machen. Und hast du ihn jetzt? Nee. Oh mein Gott. Tim schön entspannt an der Drohne, die schon Szenen machen muss und auf dem Acker Feld, laufen. Dieses Feld war so groß, ich bin gestorben, ich konnte nicht mehr. Ich so versucht Luft zu kriegen. Aber der Einsatz war auf jeden Fall immer dabei, Marvin, muss man sagen. Ne? Also, ja, auf jeden Fall danke an dich für deinen ganzen Einsatz, für alles, was du gemacht hast, für die geilen Vibes, die du reingebracht hast, für deine kreativen Ideen, was wir videotechnisch gemacht haben. Fast das ganze letzte Jahr, seitdem du halt eben dabei bist, finde ich, hat der Kanal extrem davon profitiert, was du an kreativen Ideen reingebracht hast. Wir alle hatten eine geile Stimmung zusammen. Du hast geil reingegangen, geile Sachen gemacht. Und
Ich hab deswegen auch ein Geschenk, aber ich hab's draußen, weil ich muss es holen. Ich muss es holen. Nee. So. Er sagt ein Geschenk, er kommt mit zwei. Was ist das jetzt? Hat er gelogen. So. Warte, wir fangen mal mit dem hier an. Als Abschiedsgeschenk an dich die beiden Sachen. Du kannst erstmal aufmachen. Den Preis einfach aus. Alter, wie geil. Dieses Bild. Wild. Das Ding ist, ich bin ja jetzt auch gerade umgezogen. Und ich brauche auch Bilder. Und das ist halt das geilste Bild, das wir jemals gemacht haben, finde ich. Ja, das finde ich auch. Warte. Es reißt alles auseinander. Alter, wie schön ist das denn? Ich glaube, das war das erste Rennwochenende mit allen zusammen. Also Team Spielkind, das wollten wir dir einfach geben als Erinnerung einfach an die gemeinsame Zeit so als Team Spielkind, dass du das hast und... Das ist nicht geil. Also das hätte schon gereicht. Ich wäre glücklich. Aber ich wollte auch noch was anderes schenken hier. Vielen Dank. So als kleiner Support. Als kleiner Support. Weil ist hier auch, was du gerne machst. Und da haben wir mal geforscht. Alter! Was dir helfen könnte, was vielleicht nice wäre. Digga, ihr seid voll. Alter. Crazy. Dankeschön. Danke. Gerne. Das ist ein Mikrofon, Leute, denn ihr habt es vielleicht schon in den letzten Vlogs mitbekommen, wenn wir mal Musik von Marvin benutzt haben. Als Pabelmole ist er auch unterwegs und macht echt geile Mucke. Und das ist ja auch immer. Oh nein! Komm. Das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist halt ein krass geiles Hobby noch so nebenbei. Und das ist mega geil. Also es wird mir übel helfen. Vielen Dank. Also ich hau ja lieben. Gerne. Marvin wird jetzt auch noch zum Beispiel beim Rennwochenende wieder dabei sein. Aber dann, 2.5., dann bist du zwar nicht mehr so offiziell Teil von Team Spielkind, aber deine Mucke können wir immer noch in den Team Spielkind Videos geil, machen. Die kommen jetzt auch. Da haben schon so viele gefragt, nämlich wo es den Song gibt. Wir konnten ihn noch nicht verlinken, weil es gibt ihn noch nicht. Aber machen wir die Links von Marvin, packen wir mal unten rein. Und da gibt es dann auch bald eben den Track und dann benutzen wir auch nochmal hier in den Videos. Ja, also ich kann auch nochmal abschließend sagen, es war wirklich geile Zeit wirklich in meinem Leben so. Geile Sachen erlebt, mich weitergebildet. Wenn ich überlege, wo ich am Anfang war, so, wo ich gestartet habe und wo ich jetzt irgendwie dann doch bin, so, das ist schon crazy, was man für eine krasse Lernkurve man haben kann, so. Weil man dann halt einfach mit geilen Leuten zusammenarbeiten kann, irgendwie mit einer geilen Crew irgendwie geile Sachen machen kann. Das ist halt echt mega. Und ich bin da auch todesdankbar an alle. Wir haben übrigens auch für alle, die das für sich fragen, wir haben zusammen, sind wir zum Schluss gekommen, dass es Sinn macht, dass unsere Wege sich an diesem Punkt trennen. Ja. Marvin hat einen neuen geilen Job, er hat natürlich auch noch die Mucke hatte. Wir suchen deinen Nachfolger im Endeffekt. Ja. Du weißt am besten, was muss dein Nachfolger können? Hustlen. Arbeiten. Hustlen. Arbeiten und Spaß haben, glaube ich. Das ist so das Wichtigste hier ist einfach bei Team Spiel, ist einfach wirklich Bock drauf haben und wirklich einfach dieser Hustle muss da sein. Weil schneiden kann irgendwie, glaube ich, jeder heutzutage. Es ist nicht mehr so. Und man kann selten beibringen. Schneiden, das ist genau, das auch. Haben wir auch alle so im Team gelernt. So Film und Schneiden kann man auch viel beibringen einfach. Genau. Und man lernt mit der Zeit, wie wir das machen. Man muss aber Bock drauf haben, das richtig durchzuziehen. Und das ist halt ein Job, den macht man, kann man nicht nebenbei machen, sondern es ist so ein Leidenschaftsjob einfach. Voll. So. Also musst dich halt wirklich zu 100% drauf einlassen. Wie gesagt, Cutter werden ist einfach, aber Cutter zu bleiben und auch wirklich das so durchzuziehen, da muss eine Persönlichkeit einfach da sein, die halt stimmt. Und das ist halt das Wichtigste irgendwie daran, weil du musst dich auf deine Leute, die du hier hast, musst du dich zu 100% verlassen können. Und das ist halt wichtig, also, dass man irgendwie richtig viel Bock hat, auch zu investieren. Ja. Und dann lernt man auch richtig viel. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich mich überhaupt bewerben, wie kann ich Teil von Team Spielkind hier eben werden, ganz einfach, wir haben einen Link unten in der Beschreibung drin zu einem Formular, da stehen alle Infos, grob zusammengefasst. Wir suchen natürlich eine Vollzeitstelle hier in Köln bei der Spielkind Media GmbH. Und was ihr machen müsst oder besonders gerne machen sollt, ist filmen und schneiden und natürlich allgemein kreativ sein. Wenn ihr das tut, dann könnt ihr euch bewerben mit einem Bewerbungsvideo. Und das sollte maximal 2 Minuten lang sein, sollte eine kleine Vorstellung von euch selbst beinhalten, einen schönen Vlogpart und ein Highlight, ein Best of Real von allem, was ihr bisher so in eurem Leben geshootet habt. Das alles schön zusammengewoben in einer Storyline. Ihr könnt euch auch ein Beispiel dran nehmen, was Tim 2019 bei seinem Bewerbungsvideo für mich gemacht hat. Das war nämlich sehr cool. Ist auch unten in der Beschreibung verlinkt und ansonsten achtet einfach genau darauf, was unter dem Bewerbungslink in dem Formular, was da genau steht, was ihr machen sollt, welche Musik ihr benutzen könnt. Und dann ist vielleicht bald schon einer von euch hier Mitglied bei Team Spielkind und arbeitet mit uns hier in Köln an geilen Videos. Wir sehen uns jetzt aber im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao.